Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Episode, Folge, was auch immer von Good Old TKKG 4, das Rätsel der Villa Drachenkralle. Ich könnte mir ja schon wieder ein zweites Arschloch anärgern, ja? Ich hatte die komplette zweite Folge soeben aufgenommen, sie war fertig. Ich hatte leider nur den Sound vergessen. Ich habe vergessen, den Ton anzuschalten hier drin. Es war bitter, aber kein Sound. Das Problem ist, wir sind an einige Orte jetzt auch schon zum ersten Mal gegangen. Und deswegen sind die ganzen Begrüßungstexte leider alle verschwunden. Das kann ich leider jetzt nicht mehr ändern. Ich müsste das Spiel nochmal neu installieren, beziehungsweise ein neues Spiel anfangen. Müsste bis zu dem Punkt spielen und das alles nochmal machen. Darauf habe ich jetzt absolut keinen Nerv. Ich habe aber andere gute Nachrichten. Oh, mich ärgert das gerade wirklich. Ich habe andere gute Nachrichten, und zwar habe ich jetzt zwei neue TKKG-Spiele. Und zwar TKKG 6, der Fälscherbande auf der Spur, und TKKG 8, das geheimnisvolle Testament. Das heißt, die werden wir definitiv auch machen. Ich hoffe, dass wir den 5. und den 7. Teil auch noch zusammenkriegen. Und ich würde sagen, dann kann es losgehen. So, wir waren als letztes hier bei dem lieben Herrn Axel Gradiva. Ich mache das einfach so. Ich mache es jetzt mal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Die wichtigsten Informationen. Also, wir waren mit Karl, Klößchen und Gabi hier bei dem netten Herrn Axel Gradiva und haben uns erkundigt. Er war sehr pumpig, als wir uns informiert haben, ob das Haus ihm gehört, ob es leer steht, ob er darin wohnt. Er wollte uns keine Informationen geben. Er war ziemlich zurückhaltend und er wirkte auf jeden Fall verdächtig. Genauso wie der Typ bei ihm im Vorzimmer. Ja, dann waren wir bei Frau Peper und wir haben uns mit ihr unterhalten und letztendlich war es nur billiges Geschwafel. Wie immer, die gute Frau sitzt den ganzen Tag in ihrer Wohnung, in ihrem Sessel, trinkt von morgens bis abends Tee, macht nichts anderes mehr, ist plötzlich natürlich wie alle auf Libellen fixiert, komischerweise. Und wir waren bei Herrn Quest, haben einiges über Vornamen gelernt, was Tim heißt, Karl, Klößchen und Gabi, wie das alles zustande gekommen ist. Wir haben ein wenig über die Familie gelernt und wir haben mitbekommen, dass in der Familie Gradiva damals eine Entführung stattgefunden hat. Denn der junge Sohn Erik Gradiva ist damals entführt worden und bis heute nicht wieder aufgetaucht. So, damit habe ich mir jetzt viel Zeit erspart. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch. Das tut mir echt leid. Das soll so nicht mehr vorkommen. Es war leider einfach nur ein technisches Problem, das hier vorlag. Das tut mir wirklich, wirklich leid. Ja, dann, wir werden sowieso nochmal wieder mit allen Personen überall hingehen. Wir haben jetzt halt nur ein paar Sachen verpasst, jetzt nichts Grundlegendes, hoffe ich mal. Ich wollte bei Tom weitermachen. Und da geht's dann jetzt weiter. Gott, wie unprofessionell das schon wieder ist. Ich fühle mich richtig schlecht. So. Hi, Tom. Hallo, Tim. Er steht auch noch genauso und in den gleichen Klamotten da wie im zweiten Spiel. Das ist natürlich sehr sympathisch. Könntest du einen ausgewachsenen Baum fällen? Kennst du den Park der chinesischen Villa? Ich sehe auch gerade, dass hier die Flaschen auch nicht geleert wurden. Das ist im zweiten Spiel gewesen. Wie lange ist das jetzt her? 2 Jahre? Ich habe keinen Plan. Kennst du den Park? Ich war letztes Jahr mal da. Schöne Anlage. Der Schmetterling ist auch noch der gleiche. Hat ein berühmter englischer Landschaftsarchitekt Anfang des 19. Jahrhunderts entworfen. Gibt's hier noch irgendwas Cooles? Nö. Toll. So. Grüß dich, Tom. Hallo, Karl. Schön, dich zu sehen. Ist ja eine Ewigkeit her. Ich hatte wahnsinnig viel für die Schule zu tun. Ach so, wir konnten schon wieder reden. Okay. Kennst du jemanden, der sich mit Naturschutzgesetzen auskennt? Was ist ein Naturdenkmal? So. Das ist ein Begriff aus dem Naturschutzgesetz. Es heißt im Gesetz: Einzelschöpfungen der Natur, deren besonderer Schutz wegen ihrer Seltenheit oder Schönheit erforderlich ist, können als Naturdenkmal ausgewiesen werden. Okay. Ab geht's, halt nach Hause hier, hinters Haus. Hallo, Tom. Hallo, Klößchen. Hi, Tom. Na, wie geht's? Hast du schon mal einen Baum gefällt? Kennst du Axel Gradiva? Axel von Axels Muskeltreff? Klar.
Ich habe da eine Zeit lang trainiert, als ich noch mit Sally zusammen war. Aber das ist lange her. Stimmt, Sally gab's ja auch. Was ich mal cool fände, wenn man wirklich zu allen Orten gehen könnte hier, indem man in den gesamten TKKG spielen kann. Also sagen wir anders, in den gesamten TKKG 1 bis 9 spielen. Denn, und da kommt wieder der Umbruch, wir werden auf jeden Fall TKKG 1 bis 9 machen. So habe ich es jedenfalls geplant, hundertprozentig. Und wenn ich dann wirklich noch Bock habe, das wird wahrscheinlich noch passieren, werden wir auch TKKG 10 bis 16 machen. Die aber quasi, das sind die neuen TKKG-Spiele, wenn man so will. Neue Grafik quasi. Es ist hier etwas überarbeitet gewesen auf modern. Es ist eine Stadtkarte anstatt das Bild einer Stadt. Alles ein wenig anders. Die Sprechblasen, also die Fragezeichen sehen etwas anders aus. Es ist alles ein wenig neuer und schicker und moderner gemacht worden. Mir gefallen halt die alten so, weil ich sie damals schon so viel gespielt habe. Hallo Tom. Hallo Gabi. So. Hast du gehört, dass am See die große uralte Eiche gefällt wurde? Hast du eine Motorsäge? Aha. Nein, ich habe nur eine kleine Handsäge. Für größere Arbeiten lasse ich den Baumchirurgen kommen. Ach so. Den was? Baumchirurgen. Der heißt wirklich so. Ein Experte fürs Absägen und Ausdünnen. Da ist die kleine Handsäge da hinten. So, wir gehen noch mal kurz wieder gucken. Kennen Sie einen Mann, der Bäume fällen kann? Macht es Spaß in einer Ich kenne viele starke Männer. Das bringt mein Beruf so mit sich. Haben Sie dieses Feuerzeug schon mal gesehen? SN. Kommt mir bekannt vor. Klar, das gehört Sam. Sam Norton, unserem Kanadier. Ich müsste dringend mit ihm sprechen. Verstehe. Ich sag dir Bescheid, wenn er kommt. Rufst du mich etwa an, oder was? Wir gehen auch mal zu der lieben Gradiva. Lass dich stehen. Und da können wir ja nur mit Ingeborg sprechen. Hi, ich wollte mal gucken, wie es euch beiden Hübschen geht. Psst, leise. Frau Gradiva ist gerade eingeschlafen. Kommt denn ihr Sohn manchmal vorbei? Er kommt recht häufig. Er will dann immer alleine mit seiner Mutter sprechen. Ich glaube, er will sie zu irgendetwas überreden. Ja, damit er das Haus kriegt. Meinst du, ihr vielleicht die Villa abspenstig machen? Gemein. Haha, sag ich doch. So sieht das nämlich aus. Gäbelchen. Fühlen Sie sich wohl hier? Zuerst war es eine gewaltige Umstellung. Ich habe lange Jahre allein in der Villa gelebt und war ganz verängstigt von den vielen Menschen und dem Trubel hier. Aber Schwester Ingeborg hat sich so nett um mich gekümmert. Jetzt habe ich mich gut eingelebt. Mir gefällt die Stadt aber hier. Es ist schön. Es ist schön. Es ist klein, aber es ist schön. Ich frage mich wohl, wo Tim wohl wohnt. Karl wohnt hier, Gabi wohnt hier, Klößchen hier. Stimmt, ach Mensch, Tim und Klößchen wohnen ja im Internat. Stimmt, das kommt übrigens auch in den neuen TKKG-Spielen, vor allem im 10. kommt es sehr zum Einsatz. Das heißt nämlich sogar Panik im Internat. Ja. So sieht's aus. Oh Karl, wie nett, dass du mich besuchen kommst. Frau Gradiva, ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Ihre Friedenseiche wurde gefällt. Das habt ihr schon gesagt, oder nicht? Nein! Nein! Das ist ein schlechtes Zeichen. Mit der Eiche geht der Frieden. Keine Sorge, Frau Gradiva. Alles wird gut. Wenn ich nochmal mit ihm hingehe, was passiert dann? Ist sie dann labil? Guten Tag, Frau Gradiva. Kenne ich Sie? Hä? Ich bin Karl. Wir Jetzt haben in Ihrem Garten die Libellen beobachtet. Gute alte Frau. Ich kann mich nicht erinnern. Nee, weil du alt und labil bist. Mach dir nichts draus, Karl. Frau Gradiva ist manchmal etwas abwesend. Das kann das nächste Mal schon ganz anders sein. Okay, dann komme ich doch das nächste Mal wieder. Hallo. Oh, Karl. Wie nett, dass du mich besuchen kommst.
Frau Gradiva, ich habe schlechte Nachrichten. Sag mal. Für Sie. Ihre Friedenseiche wurde gefällt. Ist sie jetzt überrascht? Nein. 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 Das habe ich doch vorhin schon erzählt. Das ist ein schlechtes Zeichen. Bestimmt auch das Mal davor. Ich hatte nur vergessen. Mit der Eiche geht der Frieden. Keine Sorge, Frau Gradiva. Alles wird gut. Das ist ja grauenvoll. So, lassen wir das. Ah, was machen wir denn jetzt nochmal Schönes? Ich will da nicht nochmal... Ich meine, wir müssten hier echt weiterkommen. Sam fehlt mir. Verdammt noch eins. Ah, das gefällt mir alles nicht. Vier. Könnte was liegen. Sechs. Ich gehe nochmal zu Axel. Ihnen gehört doch die chinesische Villa. Wissen Sie, wer die große alte Eiche im Park der Villa Gradiva gefällt hat? Die Eiche ist gefällt? Ach! Das ist ja furchtbar. So ein schöner alter Baum. Bist du wie dumm? Ich glaube, du bist irgendwie dumm. Doch, ich glaube das schon. Ich bin mir fast... Nee, du bist dumm. Ist das Sam? Nee. Ach, Mensch, ich will, dass Sam da ist. Mist, nur eins. Ach, okay. Vielleicht müssen wir noch ein paar andere Dinge vorher machen. Gut. Was ist denn, wenn das hier Sam ist? Acht. Haben Sie dieses Feuerzeug schon mal gesehen? Ich rauche nicht, Kleine. Sparen Sie sich die Kleine. Gehört diese Sporttasche Ihnen? Die hättest du wohl gerne. Bestimmt nicht. Gott, ist das ein ekelhafter Typ. Ich bin ja so froh, dass ich Oscar dabei hatte, als ich in der Lola-Bar war. Sonst wäre es mir bestimmt nicht gelungen, mich mit Lola so schnell anzufreunden. Sie versprach mir, Sam Norton den Besitzer des Feuerzeugs zu zeigen. Vielleicht ist er jetzt ja da. Nee, schade. Wie alt ist unsere Familie denn? Wie finden Sie die Namen und Geburtsdaten der... Na, langweilig. Ich wollte eigentlich irgendwas anderes. Stehen sehr alte Bäume. Wissen Sie etwas über die Gradiva? Ich suche eine andere Frage. Wissen Sie etwas über die Eiche im Park der Villa Drachenkralle? Sie haben aber einen seltenen Vornamen. Muss ich das echt mit Gabi machen? Kennen Sie die Villa der Familie Gradiva? Steht die Villa der Gradivas? Kennen Sie die Villa der Familie Gradiva? So. Du meinst die Villa unten am See, die im Volksmund Villa Drachenkralle genannt wird. Natürlich kenne ich die. Schönes, altes Haus mit viel Geschichte. Bemerkenswert auch der Park und die rund 400 Jahre alte Eiche. Sie wird auch die... Friedenseiche genannt. Friedenseiche genannt. Ja. So sieht das nämlich aus. Komm schon, Sam. Yeah! Mist! Ist alles sehr knifflig hier. Hast du gehört, dass am See die große uralte Eiche gefällt wurde? Hast du eine Motorsäge? Hast du gehört, dass am See die große uralte Eiche gefällt wurde? Na? Schweinerei! Das war bestimmt illegal. Ach. Die großen Bäume am Ufer stehen alle unter Bestandsschutz. Ich habe schon öfter mitbekommen, dass gerade dann Bäume unerlaubt gefällt werden, wenn jemand eine Baugenehmigung nicht bekommen hat, weil der Neubau den Baum gefährden würde. Ist der Baum erst einmal weg, muss vielleicht nur noch eine kleine Geldbuße gezahlt werden. Das ist verschmerzbar und dem Neubau steht da nichts mehr im Wege. Das ist ja fies. Ich habe das Gefühl, dass unser Axeli etwas damit zu tun haben könnte. Mit seinem Sportzentrum. Kennst du jemanden, der sich mit Naturschutzgesetzen auskennt? Der Experte steht direkt vor dir. Was kann ich für dich tun? Es geht um die unerlaubt gefällte Eiche im Park der Villa Drachenkralle. Was kann man denn da machen? Wenig. Der Täter muss höchstens eine Geldstrafe zahlen. Stand der Baum einer gewünschten Baugenehmigung im Weg, so fällt dieser Grund jetzt weg. Die Baugenehmigung kann erteilt werden.
So kann man sich mit einer kleinen Geldstrafe eine Baugenehmigung erkaufen. Ja, vielleicht ist Sam jetzt da, jetzt wo wir das wissen. Sam ist da. Hey! Der mit der Baseballkappe. Wir überziehen den Part ein bisschen. Dafür haben wir ja auch den ganz viele Ereignisse weggelassen. Das tut mir immer noch leid. Hi Sam. Sam Norton? Ja? Kennen Sie die Villa Drachenkralle? Sorry, kenne nicht. Ich glaube, kein Wort. Kennen Sie dieses Feuerzeug? Hey, wow! Das ist meins. Wunderbar. Wo hast du denn das gefunden? Es lag unter einem gefällten Baum am See. Oh yeah, stimmt. Da trug ich dein Overall mit dem kaputten Reißverschluss los. Sie geben also zu, die Eiche gefällt zu haben? What? Eiche, Buche oder Kiefer. Das ist, wie sagt man hier, Sturzpiepegal. Ich fälle alles. Aber wissen Sie denn nicht, dass das verboten ist? Richtiger Kanadier. Wie? Verboten? Verboten? For heaven's sake. Wer sollte denn so etwas verbieten? Hier bei uns sind alte Bäume durch Gesetze geschützt. Hey, hey. Das klingt ganz schön crazy. Bei uns in Kanada schützen wir die Menschen und nutzen die Bäume. Wieso haben Sie den Baum gefällt? Mich rief ein Mann an. Der bot mir 500 Pieten, wenn ich noch in derselben Nacht den Baum fälle. Sam ist cool. Und wie hieß Ihr Auftraggeber? Das weiß ich leider nicht, denn er hat seinen Namen nicht gesagt. Sorry. Können Sie den Mann beschreiben? Nein. Ich habe nur einmal mit ihm telefoniert. Das Geld hat er mir mit der Post geschickt. That's all. Jen, das ist Andrew. Tschüss. Ja, Kinders, wir haben Sam getroffen. Ich würde sagen, jetzt machen wir den Part aber dicht. Und wir machen beim nächsten Mal weiter. Also, bis dann. Ciao, ciao. Und tut mir nochmal leid, dass ein paar Dinge fehlen. Ciao.